Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Simpsons Springfield. Heute wieder mit Special Guest Freddy im Hintergrund, der seine Masterarbeit schreibt. Und wenn ihr jemanden hört, der seine Tastatur vergewaltigt, wisst ihr, wer es ist. Ja, erste Aufnahme jetzt mit meinem neuen Headset. Und wir fliegen gleich mal raus, der Klassiker. Nun komm. Ja, wie gesagt, neues Headset. Ich hoffe, das passt mit dem Ton. Ich nehme es jetzt vorsichtshalber direkt mal mit Outer City mit auf, um eventuelle Ausfälle oder Störungen vorzubeugen. Von daher müsste das jetzt dann eigentlich aber passen. Gut, er lädt sich natürlich wieder mal zum Henker heute Morgen. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Und da sind wir schon. So. Ja. Dann wollen wir gleich mal schauen, was so ansteht. Wenn er immer fertig wird, so, da sind wir doch. So, so, so. So. Oh, gar keine Prämie heute. Na, egal. Jetzt höre ich wenigstens mal wieder den Game-Sound. Dann werde ich den eventuell, nein, nicht beenden, aber ich glaube, ich mache den noch einen Ticken leiser. Das müsste so jetzt eher passen. Nicht, dass wir da hinterher, dass die Aufnahme vom Mikro ist nämlich ein bisschen leiser, glaube ich, als mit dem anderen. Nicht, dass da der Game Sound uns ein bisschen überströmt, sozusagen. Oder überschallt, wie auch immer man das sagt. Übertönt. So, Robolos. Ich habe das Gefühl, wenn man rechts unten hier anfängt, kriegt man immer die Keulen. Das habe ich jetzt schon zwei, dreimal getestet. Also wenn man hier hoch geht und dann rüber. Ich glaube, dann kriegt man immer Keulen. Müssen wir mal rausfinden, wo man immer den Jackpot gewinnt, wenn man, wo man da anfangen muss. Upa. So. Ach ja, übrigens, ich habe jetzt was herausgefunden. Und zwar, Achtung. Mal genau hingucken. Ding, 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 ding. Ja, jetzt geht's natürlich nicht. Ah doch, guck da, wir können jetzt nämlich zoomen. Allerdings, ja, ein bisschen verbuggt ist es, aber theoretisch funktioniert es. Ja, gleichzeitig quasi, weil er das Mausrad irgendwie dann immer noch miterkennt, dann schwenkt er quasi nochmal durch die ganze Welt, aber er zoomt auf jeden Fall ran. Mit Steuerung und Mausrad funktioniert das übrigens, beziehungsweise Steuerung und Plus und Minus. Ist ja nicht verkehrt, wenn wir uns mal die näheren Effekte manchmal angucken wollen. Mama mia, meine Spaghetti, alles ist ruiniert. Ach ja, das war das Rezept, was Bart verfuscht hat, ne? So. Zack, zack, zack. Folgender Plan jetzt, ich würde sagen, wir machen erstmal alle Aufgaben zu, also wir beenden die Aufgaben alle, auch die in Krusty Land, und dann gucken wir, wer hier Aufgaben hat, machen hier in Springfield die ganzen Aufgaben fertig, also die Leute mit dem Ausrufezeichen, und dann gehen wir nach Krusty Land und benutzen alle Leute, die nach Krusty Land können, in Krusty Land, damit wir da Tickets kriegen, weil wir müssen ja, glaube ich, jetzt 13.000 Tickets uns noch erarbeiten, und das dürfte nicht ganz so leicht werden, beziehungsweise wird das auf jeden Fall ein bisschen dauern. Machen wir erstmal noch hier so ein Promenadendinges, ist jetzt scheißegal. Wo hast du denn überhaupt Land gekauft? Oben, okay, ah, guck, hier ist jetzt erstmal das Sanatorium, bam, Mental Hospital, ja. Kann man manchmal schon mal gebrauchen. Direkt bei der Freakshow. Herr Friedrich hat gestern die Umbaufolge angefangen, beziehungsweise wollte anfangen, aber es ist irgendwie abgestürzt. Ja, ihr habt's gesehen. Da war das Land, was er kaufen wollte oder was er gekauft hat. Ach, theoretisch ist jetzt ja wieder halbwegs Ordnung hier zumindest. Ansonsten können wir jetzt auch mal ein bisschen umbauen. Hier war doch irgendwas, was so nah aneinander noch war, ne? Und zwar hier der Gulp und Blow. Den können wir einfach mal doch. Nicht den Zaun. Nein, nicht den Zaun. Den. Der ist da schon mal weg. Dann ist er aus dem Garten von dem. Von dem Ding ist schon mal aus der Reichweite.
Aber hier oben ist gar kein, führt gar keine Straße hin. Müssen wir das ab da mal wieder machen, dass wir hier eine Straße her haben. So, zup. Muss man halt da herlaufen, das ist ja nicht so. Obwohl, hier kommst du gar nicht mehr durch. Das ganze Ding ist irgendwie von der Außenwelt abgeschnitten. Dann müssen wir hier eventuell auch noch ein Land kaufen, dass man da mal wieder was hochbauen kann. Mit der Straße kommt man da ja auch nicht durch. Wenn wir das dahin machen, kommt man dann irgendwie da durch mit der Straße? Nein. So ein scheiß UFO noch da weglegen. Ach, keine Ahnung. Die Mauer kann vor einen Friedhof. Wenn wir dann die Farm drehen, dann müssten wir doch hier eine Straße durchkriegen. Vielleicht, vielleicht kriegen wir dann noch eine Straße hin. Ja, ich kann die gar nicht bewegen. Nee, natürlich nicht. Aber dann machen wir das ganz anders. Machen wir das einfach mit Gehwegen. Wieso soll der Ding jetzt hier hinbauen? Ach, Herrgott im Himmel, was ist hier los? So, ah, jetzt hat er den auf die Straße gelegt, das wollte ich nicht. Zack. Zack, so. Dann kommt man da zumindest ein bisschen irgendwie wieder hin, ansatzweise. Und wir mussten das den Gab und Blow nicht mehr im Garten von den von dem, wie heißt es denn, Retirement Moped. Suche nach Truthähnen organisieren. Okay, ich will aber erstmal kurz Springfield reinigen lassen, 3-4 mal, dass wir da mal ein bisschen die Ordnung wegkriegen, weil hier so viel Zeug mittlerweile rumliegt, dass das ein bisschen viel geworden ist. Jetzt macht das natürlich erstmal hier. Aber gut, den Rest können wir dann wieder hier hinschieben zur Not. Das machen wir jetzt einfach mal ein bisschen. Jetzt kann er hier den Schniepsel mal wegmachen. Zack, zack. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? 11.43 Uhr. Wollen wir gleich mal gucken. Freitag, Samstag, Sonntag. Ja, vielleicht komme ich ja, wenn ich jetzt hier noch ein bisschen umbaue und reinige auf eine halbe Stunde, dann habe ich direkt für Samstag, Freitag, Samstag, Sonntag eine Folge. Das wäre nicht schlecht. Wobei Sonntag kann ich vielleicht auch was Neues mal aufnehmen. Mal gucken. Trotzdem kann das nicht schaden, wenn man hier mal ein bisschen aufsammelt. Kann man damit wohl auch angeblich Donuts finden, habe ich gehört. Ja, es wäre schön, wenn man ihnen das irgendwie die ganze Zeit machen lassen könnte. Also, dass man sagt, jetzt hier 10-mal irgendwie 10-mal sauber machen oder so. Dann hätte man da ein bisschen Spielraum, beziehungsweise man könnte sagen, das dauert eine Minute, aber er ist dann dafür auch ein bisschen fertig mit der Sache. So, gehen wir mal raus.